Ja, der Bus gehört dem Frank aus Köln. Ja, und es ist ein Doppeldecker-Reisebus, unverkennbar. Und wir gehen mal ganz kurz drum rum. Der Frank ist Hundefan, so viel kann man sagen. Er hat 3 Hunde, stimmt das? 4. 4. So, wenn du mal kurz mal mit mir mitkommst, Frank, dann gehen wir mal gerade drum rum, denn der hat es ja angetan. Du hast natürlich einen 2er Führerschein. Ja, ja, klar, richtig. Ohne den darfst du ja nicht fahren. Ja, ist Gewicht von dem? Gesamtgewicht 24 Tonnen. 24 Tonnen. So, das heißt, wenn du jetzt hier auf dem Platz fährst, du betest immer, dass der nicht zu feucht ist, oder? Ja, aber dafür sind wir hier hinten auf Schotter und dann kann ich die letzte Achse noch anheben und daher habe ich, denke ich, kein Problem. So, jetzt sieht man das. Ja, man hat unglaublich viel Platz. Die Stehhöhe in dem Reisebus, ist es ordentlich? Ja, ich muss mich ein bisschen knicken. Bisschen knicken, ja, normalerweise. Wir haben zwar 4 Meter, aber die Innenräume sind halt nicht, oder der Innenraum ist nicht so in der Höhe. Ja, man hat viel Platz. Der Vorteil ist auch, ich sag mal, du kriegst relativ viel Bus für relativ wenig Geld. Kann man das so sagen? Relativ, ja. Preis von dem, darf man es erfahren? Ungefähr. 35. 35, so. Und der war guten Schuss für 35? Ja. 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 So Laufleistung von so einem Fahrzeug? Der hat jetzt originale 240.000, 247.000, weil der früher auf dem Airport war in Zürich. Das ist gar nichts, oder, für so einen Bus? Nee, das ist überhaupt nicht. Ist gerade mal eingefahren. Wenn überhaupt. 12 Meter lang? Ja, 12 Meter lang, 4 Meter hoch. Wow, also ich bin total geflasht, weil was mich da oben erwartet, wahrscheinlich oben die Verglasung ist auch doppelt? Ja, die ist verdoppelt, Doppelverglasung oben wie unten auch. Klimaanlage? Ja, ja. Musst du. Unterflur, ne? Nee, hinten drin sind die eingebaut, die siehst du aber auch gleich. Okay, prima. Wenn du nach hinten gehst. So 12 Meter heißt, du warst vorher mal, du warst im Fernverkehr oder Busfahrer selber? Ich habe früher LKW gefahren, ja, habe auch einen Busschein und daher. Ich sag mal so, es ist ja ich werde verrückt. Du hast zwei Inverter, genau, drin eingebaut, wie zu Hause. Richtig. Jetzt weiß ich, was du meintest eben, gell? Ja, genau. So, du hast mir erzählt, man kann da Jahre mit Umbau verbringen, ja? Du bist aber nicht der Typ dafür, oder? Doch. Doch. Klar. Peu à peu wird, ja. Genau, wir sind ja auch noch dabei. Wie gesagt, Heizung müssen wir noch anschließen jetzt. Und dann sind wir fast am Ende. Dann kommt außen an der Karosserie, müssen wir noch ein bisschen was machen. Ja. Rost oder was? Ja. Ne, so hat so ein paar kleine Stellen. Baujahr von dem? Eigentlich 97, aber raus aus dem Werk ist er 95. Okay. Wie gesagt, habe ich ja gesagt, dass er auf den Airport in Zürich gefahren ist. Warte, ich zeig das mal gerade. Das sind ja ordentliche Reifen. Wenn du dich mal gerade daneben stellst, ich zeig nur die Beine, dass man mal sieht, der Bauch ist die Oberkante ungefähr von den Reifen. Die ist wahrscheinlich mit Lenken, die Hinterachse, oder? Nee, leider nicht. Okay, das heißt, der rubbelt ein bisschen. Ja, das ist der Nachteil dabei. Ich hätte es gerne anders gehabt, aber ist leider nicht so. Der war schon drauf, der Arnold? Ja. Echt? Ja, genau. Der kam mit Arnold? Genau, richtig. Ist das schlimm oder geht's? Nein, ist okay. Ich finde den super. Ich meine, das ist auch gut gemacht, oder? Ja, klar. Und vor allen Dingen macht es auch das aus. Also die Airbrush-Sachen macht das wirklich aus. Ach, das Airbrush, das ist nicht eine Folie draufgeklebt? Nee. Nee, ist Airbrush. Krass. Und wer sich ein bisschen auskennt, sowas ist gar nicht billig, oder? Ja gut, ich habe es nicht bezahlen müssen. So ist es. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Da ist der Motor drin, nehme ich an, hinten? Genau. Das heißt, der ist sehr leise, der Bus. Wenn man fährt, hört man den Motor gar nicht. Nein, du hörst den schon, aber nicht so laut. Nicht so laut. Wenn du mal gerade so lieb bist, das mal aufmachst oder brauchst du einen Schlüssel? Nee, brauch ich nicht. Krass. Jetzt können wir gucken, wo der Lüfter ist. Ist wahrscheinlich an der Seite, oder? Wo? Da. Da sind die, von der Seite sind die Lüfter. Ja, Kühler und Lüfter. Ja, ich habe einiges gelernt, dass in der Größe oft die Lüfter hydraulisch sind. Ist das hier auch so? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ach so, du bist gar nicht so der Motorenmann, oder? Nee, Motorenmann bin ich überhaupt nicht. Daher. Das Ding soll fahren und fertig. Ja, ich hatte oder habe das Glück, dass ich eine MAN-Werkstatt in Frechen anfahren darf. Okay. Wo ich so quasi auch Praktikum mitmachen darf. Ich verstehe, das heißt, du lernst Schritt für Schritt dann alles. Jetzt mal eine Frage hier hinten, die Tür, die drin ist. Was ist das für eine Tür? Das ist Kofferraum. Kofferraum. Ja. Da darf ich mal sehen? Das ist ja original Bus, nehme ich an, oder? Ja, ja.
Mach mal grad. So, das filme ich mal weg, dass man das sieht. Jetzt ist er auf und da sind die Fahrräder drin. Genau, und noch ein bisschen Krimskrams. Die guten China-Fahrräder, die sind super, gell, mit den dicken Reifen. Ja, die sind wirklich super, ja, das stimmt. So, ich guck mal gerade, auch die Reichweite, natürlich mit viel Komfort. Da hast du richtig Platz in so einem Bus, oder? Ja, aber wie gesagt, ist nicht aufgeräumt. Wir haben jetzt erstmal alles reingetan. Und das muss alles noch sortiert werden, ne? Du bist wahrscheinlich der Star auf jedem Campingplatz. Kommen die Leute schon mal, wollen reingucken? Also bis jetzt bist du der Erste. Oh, das tut mir leid. Nee, das ist gut. Die Thule hast du mal dran gezimmert. Die ist elektrisch, nehme ich an. Hier, die Markise. Genau. Ja, ja. Cool. Richtig. Ich bin so gespannt. Du hast zwei Türen. Man entert dieses Gefährt quasi wie im Reisebus. Aber das Coole ist, du hast mal eben so ein kleines Schuhfach hier drin, so eine Ablage, die ein bisschen größer ist wie bei allen anderen. Genau. Ja, irgendwo musst du deine Sachen ja hinstellen, ne? So, das war schon drin, der Boden? Nee. Der Boden war schon drin, ja, genau. Ach, der war schon ein Teil ausgebaut, so ein bisschen. Ja, genau. Der war mit vielen Betten da oben. Und die habe ich alle rausgerissen. Gemacht. Komm, wir steigen mal vorne ein. Das Coole an so einem Bus ist, du musst wissen, dass der Drehpunkt ein bisschen anders ist wie beim... Genau, du musst ja etliche Sachen, ne? Du bist 2 Meter hinterm Rad. Also musst du ganz anders denken und ausholen und lenken. Und dann musst du ja auch die 4 Meter rechnen. Aber das so zu fahren, dass du vorne praktisch vor dem Rad bist, das ist so ein bisschen wie auf dem Tagebau, oder? Ist geil. Ist geil. Entschuldigung. Ja? Aber wenn du das immer im Fokus hast, ist das wie ein PKW. Was toll ist hier, die Sitze, das sind die Starsitze, oder? Das sind die originalen Sitze, ja. Was hat der neu gekostet damals, weißt du das? Ich weiß nicht. War teuer, oder? Aber ich denke mal, bestimmt 500.000. Komm, ich gehe mal vor. Was ist da für eine Heizung drin jetzt? Jetzt haben wir eine alte Heizung reingemacht. Im Warmwasser, oder? Warmwasser, genau. Und ja, vorher war da, die Österreicher, Schweizer haben ja dieses teure Gas. Und darum haben die alles auf Strom gemacht. Krass. So, jetzt sieht man hier, das ist ja geil. Hier guckt man das Radio. Oldschool, ne? Oldschool. Ja, richtig. So, das hast du nicht eingebaut, das war da drin. Das war da drin. Das ist auch ein originales. Also wer sich auskennt, da hatte Blaupunkt noch Radios gebaut selber, die nicht aus China kamen. Und das war damals für alle, die etwas jünger sind als 40, es gab früher mal Autoradios, muss man sagen, und keine Multimedia-Systeme mit DIN-Schachten. Du hast einen TomTom-Navi? Ja. Das ist wichtig, kommt wegen der Höhe, gell? Genau, deswegen habe ich mir das geholt, wegen der Höhe und Breite, dass ich auch nicht irgendwo vor einer Brücke stehe und dann das Pech habe. So, und da ist die Go-Box. Ich habe eine neue Box für Gewerbliche, die geht in ganz Europa mittlerweile. Aber du brauchst dafür das Ding, ist wahrscheinlich die höchste Klasse überall, schießt du mit dem Ding, oder? Ja. Egal, wo du fährst, in der Maut. Ich habe jetzt da nur von Österreich, weil du da ja haben musst. Und hier in Deutschland weiß ich noch gar nicht, muss ich noch mal... Nee, ich glaube, als Wohnmobil brauchst du nichts. So, der hat Automatik? Ja, eine Halbautomatik ist das. Und ZF, wie es draufsteht. Ja. So, das heißt, du musst nichts machen. Doch, du musst kuppeln. Ja. Das heißt also, der zeigt dir an, wann er einen Gangwechsel machen möchte oder so, ne? Ja. Möchte ist natürlich verkehrt, aber. Und dann trittst du die Kupplung und fertig. Was ich toll finde, ist hier der Drehzahlmesser. Der rote Bereich beginnt bei 2000. Ja. Das heißt, gemütliches Fahren. Richtig. Mit Drehmoment. Das ist es. Und ich fahre wirklich nach dem Computer und. Da ist alles gechillt, ne? Boah, ist das eine geile Küche, oder? Ja, ne? Das sage ich auch. Dann hier links hast du lauter Schubfächer, die da sind. Kleiderschränke, was ist das? Nee. Hier für Geschirr und. Können wir gleich mal kurz mal zeigen. Von Klarstein einen Gasherd. Den hast du nachgerüstet? Genau, richtig. Du bist auch Handwerker, ne? Ja. Okay. Was für ein Handwerker bist du? Ich habe gelernt Maurer. Früher mal. Und die können ja alles, Maurer, ne? Ja, fast. So Hände, so groß wie Pizzateller, habe ich eben schon gesehen, ja. Ja, super. Ja, ist ja nicht schlimm. Also ich sag mal so, du hast drin eine Mikrowelle. Richtig, Mikrowelle, Backofen.
Die habe ich noch reingemacht. Da war früher mal ein Kühlschrank drin. Boah, der hat richtig was und die Hunde haben Platz. Das ist ja auch ganz wichtig, dass sie nicht so eingefärscht irgendwo. Und du kannst hier durchputzen richtig. Also das ist, wenn du mal gerade hier aufmachst, so einen Schrank für mich, sei mal so lieb, dass ich den, wie zu Hause, Tiefe auch. Quasi, ne? Breite von dem Bus, was hat der, 2,60? 2,55, wenn ich das jetzt noch im Kopf habe. Plus Spiegel, nehme ich an. Nee, ich glaube, das ist Endmaß. Ja, aber ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Aber man muss schon aufpassen, so in der Mautstelle geht's, oder? Es geht. Gut, die anderen müssen ja auch durch, die LKWs. Genau. So, dann hast du hier, was ist das da? Das ist ein Mülleimer. Ein Mülleimer, ich dachte ein Reiskocher zuerst. Nein. Du fährst so drüber und geht da hoch. Genau. Dann hier, guck mal, das Fensterchen hier, was du hast. Du hast ein richtiges Fenster zum Rausgucken, während du kochst. Genau. Ja. Richtig. Schmeckt nicht, gibt's nicht. Das war schon drin. War schon drin. Auch diese Küche ist selbstreinigend. Selbstreinigend? Was heißt selbstreinigend? Ja, jeder putzt seine Klamotten weg. Okay, verstehe. Das Gewürzfach ist genial. Ein KitchenAid Wasserkocher. Ja, du hast Stil. Also, ich bin ganz. So. Ah, guck mal hier. Das ist ja mal ein Kühlschrank. Ein Haushaltskühlschrank. Genau. Der läuft auf 12, oder? Nee, auf 230. Das Problem ist nämlich gewesen die Höhe. Du kriegst höhere, aber den Platz hatten wir nicht dafür. Daher musste man diesen nehmen. So, das ist Edelstahl. Genau. Hast du selbst geschweißt? Nee, das hat ein Metaller von mir geschweißt, aber auch auf den letzten Drücker. Weil es noch nicht sauber gemacht worden, das muss ich noch machen. Was noch? So. Ja, ja. Oh, mir gefällt's. Also ich bin ja eher so ein pragmatischer Typ. Wenn es funktioniert, interessant. Die besten Sachen zeigen wir gleich noch. Die JBL-Box, die darf natürlich auch nicht fehlen. Die da ist, aber das ist schon praktisch. Kannst du mitnehmen, das ist ein richtig tolles Soundsystem. Genau. Obwohl wir ja anlagenmäßig da versorgt sind. Ja. So, kleiner Fernseher, aber ihr guckt wahrscheinlich wenig Fernsehen. Genial ist, früher waren die Fernseher noch 4:3, auch die Flachbildschirme. Ja, genau. So, und was nicht fehlen darf, das ist das Hundewasser hier unten. Was nochmal? Das Wasser? Ja. Oder? Ja, okay. Das ist die Hunde, ne? Nee. Da koche ich Kaffee mit und so. Okay. Weil 800 Liter Frischwasser, die hast du nicht so schnell weg. Ja. Und daher. Dann, damit das nicht verdirbt dann. Genau. Ja. Da so. Bin ich ein bisschen fimschig. So, guck mal hier. Die funktioniert noch hier, der Zapfer, der Cola-Zapfer? Ja, der Echt? Funktioniert, ja, aber wir haben den jetzt noch nicht in Betrieb genommen, weil es war ziemlich hektisch. Ja. Eurolight Switchboard, was kann das? Licht? Da kannst du ja Zapfanlage drüber steuern, beziehungsweise Kohleautomat und so ein paar diverse andere Sachen. So, und das hier ist ein Kleiderschrank? Nein, das. Was ist das? Nee, ist Klo. Das Klo ist aber noch nicht fertig. Wir müssen da noch dran. Was ist denn das für ein Klo im Festtank? Nee, das ist ein Zerhacker-Toilette, leider vom Bootsbau. Ja. Und da müssen wir noch ein bisschen was ändern halt. Und das geht wohin? Das geht hinten in den Kofferraum, in den Tank. Gott, ein Fäkaltank. Drin. Genau. Aber trotzdem hast du hier Platz, kannst zumachen. Ja. Duschen ist oben, oder? Dusche ist oben. Dusche, bin mal gespannt. Ja. Denn wir haben ja das ganz Besonderes, wir haben tatsächlich einen zweiten Stock. Das ist wie im Jumbojet. Und was ziemlich genial ist, ist ja wohl diese Klimaanlage hier drin. Das heißt, eine richtige Split-Klimaanlage. Inverter heißt, die geht nicht laufend an und aus, sondern modelliert sehr leise. Richtig. Wie krass! Dein Vorname nochmal. Ich habe ihn gerade vergessen. Frank. Vor lauter Alles gut. Überzeugung. Da fehlen jetzt noch Kissen und meine Freundin macht noch Gardinen. Und also wir sind noch nicht ganz fertig. Das ist halt so. So, du hast gerade Strom, Außenstrom? Ja. Ja, hast du. Genau. So, Klimaanlage ist aus, denn ihr seid ja draußen. Zum Lüften, was ist möglich hier? Man kann Fenster öffnen? Nee, kannst du nicht. Aber wir sind gerade dran am Plan, dass wir Dachluken reinmachen. Weil nämlich nachher eventuell noch eine Dachterrasse draufkommt. Ja, klar. Muss ja sein. Ja. So, du nähst? Nee, ich nicht. Meine Freundin. Ja, das hätte ja sein können, dass du sagst, hier komm, ich bin Handwerker, ich kann alles, kann auch nähen. Ja, ich glaube, ich könnte es noch, aber ich will es nicht, weil die muss auch was machen. Eine Brother-Nähmaschine und ein kleiner Ikea-Schrank. Man muss nur dann Absturzsicherung mit drin. Ja,
Die haben wir aber noch nicht fertig. Die hatte ich zwar geschliffen, aber die muss noch mit Lasur bearbeitet werden. Man sieht es nämlich schon. Boah, ey, hast du hier einen Platz? Ich glaub's ja nicht. Und das Genialste ist die Dusche, die zeige ich euch gleich mal. Das ist ja mal eine Spielwiese hier, ne? Ja, bisschen. Wie zu Hause. Ja, quasi. Sag mal, du musst ja nachts die Maschinen laufen lassen, ne? Hier drin. Gestern Abend hatten wir sie nicht laufen, weil wir hatten die Tür nochmal aufgemacht und dann ging es nachher. Es staut sich ein bisschen, aber die Klimaanlagen haben ja richtig Power. Das ist der Riesenvorteil. Das heißt, die kühlen den Raum ruckzuck runter, oder? Genau. So, Dusche, Stehhöhe, langt? Das ist normale. Ja, das heißt, du gehst hier also gut normal runter. Man muss sich ein bisschen bücken hier, aber es geht. Dafür hast du natürlich den kompletten Busraum. Wenn du mal kurz aus der Schusslinie gehst, ich will das einmal kurz mal durchfilmen. Danke. Das ist wie in einem ICE-Zugabteil hier. Es ist genial. Okay, du kannst wieder hoch. Du hast die Original-Gepäckablagen hast du alle gelassen, denn das ist Stauraum pur dann, oder? Richtig, genau. Die bleiben auch und da packen wir natürlich die Sachen rein. So, und dann hast du hier die Schränke. Ja. Die sind, die stehen so oder sind die irgendwie festgemacht? Die sind festgemacht. Du musst ja alles festmachen. Okay. Ja, wegen Ladungssicherung und. Ach stimmt, du bist ja ein LKW. So, ich zeig mal gerade, hier vorne hast du die Klimaanlage drin. Ja. So, Frank, ich komme nochmal zu dir. Geh mal gerade aus der Schusslinie. So, da haben wir ihn. Und da hast du überall hier oben drüber hast du Staufächer. Du hast das BAG hat dich noch nicht angehalten. Oder? Nein. Nee, du bist ja ein Wohnmobil. Ja, aber da habe ich jetzt wohl gehört, dass eine gewisse Tonnenzahl egal ist. Also ich habe extra meinen Tacho geeicht oder eichen lassen jetzt, dass ich auf der sicheren Seite bin. Ja, ich weiß nicht genau, aber ich bin ja unter 7,5 Tonnen. Ich weiß nur, wenn ich, glaube ich, einen Anhänger habe und das Gesamtzuggewicht dann über 7,5 ist, dann ist wieder was anderes. Also das ist, man weiß es nicht. Ja. Also wir werden sehen. Genau, darum aber ich lieber auf sicher. Ah, guck mal hier, Frank, der Ausblick hier, du bist über allem. Das heißt, du kannst auch dritte Reihe stehen am Strand. Richtig, da siehst du alles. Gibt es irgendeine Begrenzung deiner Meinung nach, wo du sagst, vielleicht die Länge zu lang, nicht gut? Ja, nee, also man muss im Vorfeld schon sich Gedanken machen, was man will. Ne? Genau, wenn du gerade mitkommst, Frank. Das heißt also, wenn du irgendwo hin willst, musst du dich vorher schon informieren. Klar, ich meine, bei 12 Meter Länge und rubbelnden Reifen, das ist so. Aber hier, der Platz ist schon genial für dich, oder? Der Platz ist genial, ja. So, für alle Fans, wir sind in Klüsserath auf dem Hero-Stellplatz. Und allein die Aussicht hier vorne, das ist schon eine Frechheit. Also wenn du dann so im Winter bist und die Leute gucken, du kannst ja Wintercamping machen mit dem. Ja. Mit der Alde klappt ja super, oder? Genau. Ja, ich nutze also den Buskreislauf. Die Heizung von dem Bus halt mit einem Wärmetauscher durch die Alde, weil die Alde mit dem Kupfer wohl reagiert. Mhm. Und darum ist da ein Wärmetauscher drin. Ah, ich verstehe. Das heißt also, der Kreislauf hier drin ist nicht kompatibel. Und das klappt gut mit dem Wärmetauscher? Ja. Ja, ich habe ja auch einen Wärmetauscher bei mir im Bus drin, der die Motorwärme dann auch zur Alde bringt. Das hast du auch, oder? Ja, genau. Das ist ja ein Kreislauf vom Bus und dann mit der Alde verbunden wird durch den Wärmetauscher halt. So, komm mal, Panasonic Inverter. Ein letzter Blick noch, bevor wir runtergehen. Boah, ist das gemein. Aber gut, jeder wie er will. Richtig. So ist es. Hat Vor- und Nachteile. Also ich sehe im Moment die Vorteile, wenn du irgendwo reinkommst. Ich meine, ob jetzt 10 Meter oder 12 Meter, ich glaube, das ist dann auch nicht mehr so schlimm, oder? Genau, das ist, glaube ich, kein Unterschied mehr. So, hier darf man übersitzen, nehme ich an? Ja. Wir hatten ja eine Sitzgruppe, auf der rechten Seite waren nochmal 4 Sitze. Die waren auch eingetragen. Mhm. Die haben aber rausgemacht wegen der Hunde. Komm, ich fahre mal noch eine langsame Kamerafahrt hier durch. Das war hier noch einmal die Küche. Also es ist schon ein Highlight, die Küche. Du hast auch richtige Stehhöhe hier vorne. Das heißt ein bisschen höher. Ich guck mal gerade. Man muss sich so ganz leicht immer bücken, oder? Ja, richtig. Aber das wusste ich auch im Voraus und daher ist halt alles gut. Komm Frank, wir gehen mal raus. Hast du toll gemacht. Du hast zumindest mal den deutschen Doppeldecker-Reisebusorden von mir, kriegst du. Ja. Für die beste Erstellung eines Reisebüsschens, was da ist. So, Lebensdauer noch, was denkst du? Die nächsten 20 Jahre macht er noch durch, oder? Ich hoffe es.
Ich sag mal, wenn da irgendwas kaputt ist, wird es gleich teuer? Es geht. Wie gesagt, habe ich das Glück, dass ich bei MAN gut aufgehoben bin in Frechen. Und daher ist das alles machbar. So, was ist das für ein Modell, der Hersteller? Das ist Noge, ein Spanier. Und der Motor, was ist da drin? Motor ist MAN. Also Fahrgestelle MAN und der Aufbauer halt Noge, spanisch. Hubraum, was hat er? Ungefähr. Ich glaube 13.000. 13 Liter? Ja. So, und 420 PS. 420 PS. Ja. So, heute am, was haben wir heute? Frohen Leichnam, gell? Ja. Ja, Frohen Leichnam 2021. Du darfst damit aber nur 87 fahren, oder? 87? Nein. Oder 80 100. Plus mehr, 100 darfst du fahren. Ja. Okay. Klasse. Ja. Frank, tschüss. Tschüss.